Hey guys, euer N-Smash, wieder hier am Drücker. Ihr kennt das doch sicherlich auch. Ihr habt irgendein Spiel, was ihr immer wieder mal gerne einlegt, weil ihr Spaß dran habt oder einfach mal zwischendurch mal ein bisschen was daddeln wollt. Und ihr seid eben nicht nur ein eifriger Zocker, sondern auch ein leidenschaftlicher Sammler, der gerne seine Spiele im Regal stehen hat. Doch leider werden nicht alle Spiele als physische Fassung rausgebracht und sind leider auf ewig dazu verdammt, nur Download-Titel zu bleiben. Ich rede jetzt einfach mal speziell im Nintendo-Bereich. Nintendo oder auch Limited Run Games, die es sich ja eigentlich zur Aufgabe gemacht haben, solche Download-Titel ja auch mal als physische Fassung rauszubringen, ja, selbst die bringen leider nicht jedes Spiel als physische Fassung raus. Und so, wie schon gesagt, sind manche Spiele eben dazu verdammt, auf Dauer nur Download-Titel zu sein und werden niemals den Weg als physische Fassung in euer Regal finden. Doch die Rettung naht, denn in den unendlichen Weiten des Neulands, ich meine natürlich des Internets, gibt es ja kreative Köpfe, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, solche Spiele doch als physische Fassung rauszubringen. Oder zumindest als Hülle. Ja, Leute, das, was ihr hier seht, ihr habt es ja schon am Anfang dieses Videos gesehen, wie ich hier ein bisschen Fall Guys gezockt habe. Ja, ich habe hier ein Beispiel dafür, für ein Spiel, was eigentlich vermutlich auf Dauer dazu verdammt war, nur ein E-Shop-Titel zu sein. Ja, dieses Spiel, Fall Guys hier, habe ich jetzt doch als physische Fassung hier in meiner Sammlung. Und wie kommt es denn dazu, fragt ihr euch vielleicht, wenn dieses Spiel niemals als physische Fassung rausgekommen ist, wie kann ich das denn jetzt hier bitte so in den Händen halten? Ja Leute, das was ihr hier seht, das ist eine Fan-Made Case, eine Fan-Made Hülle oder Custom Hülle, blablabla, die mir ein kreativer Kopf, den ich in den unendlichen Weiten des Internets gefunden habe, ja, der hat mir das gemacht und ja, ihr seht, es sieht doch ziemlich professionell und authentisch aus. Hier auch schön der Rückseite hier mit der Spielbeschreibung. Nicht wundern, dass das hier jetzt auf Englisch geschrieben ist. Ich hoffe, man sieht einigermaßen, ja. Ja, auch richtig schön mit Beschreibung und den ganzen Details und so weiter, wie man es ja so kennt. Ja, aber woher habe ich das denn jetzt? Ja, es gibt ja eine spezielle Internetseite, einen Online-Shop besser gesagt, der sich, ich hoffe, ich rede es jetzt richtig, ich spreche es jetzt richtig aus, Etsy, glaube ich. Und da sind sowieso immer kreative Köpfe unterwegs. Ja, die Verkäufer dort sind sehr kreativ, machen immer Selbstgemachtes hier, bieten sie zum Verkauf an. Und eben auch Nintendo-Stuff. Ja, ich habe auch schon so manche Produkte ja schon geunboxed, wie zum Beispiel The Legend of Zelda The Missing Link. Das habe ich auch auf dieser Seite gefunden und dort gekauft. Und hier habe ich dann auch diese Hülle gekauft. Und der Verkäufer bietet nicht nur diese Hülle hier an. Ja gut, ihr werdet diese Hülle jetzt speziell in seinem Sortiment nicht finden. Warum, erzähle ich euch gleich. Der Verkäufer hat jedenfalls noch so einige Hüllen zu Spielen, die es nur als Download-Titel gibt in seinem Angebot. Hier seht ihr so ein paar Beispiele. Ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Aber das, was ihr hier seht, ist, sagen wir mal, ein Sonderauftrag gewesen. Denn der Verkäufer bietet nicht nur schon fertige Hüllen an, sondern auch ganz spezielle Customized Hüllen, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ich hoffe, ihr wisst, mein Englisch ist nicht gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr habt bei dem Verkäufer auch die Möglichkeit, Spiele nach Wunsch zu bestellen, die er dann als Hülle dann eben anfertigen soll. Und so war das eben hier mit Fall Guys. Und wenn ihr auch ein bisschen kreativ seid, dann könnt ihr sogar ja schon mal so ein paar Beispiele mitschicken, wie das Ganze aussehen soll. Denn so wie das hier, die Rückseite hier, kann ich euch sagen, das habe ich selbst designt. Ja, das ist so von mir hier, dieser Teil des Bildes, dieser Rückseite hier, dieser Teil hier, den habe ich designt. Und der Verkäufer hat dann eben hier noch eine Spielbeschreibung, ja, hier noch mit reingepackt. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich so einen Teil von dem Bild hier, ich habe da jetzt kein besseres gefunden gehabt, dass ich so den Teil hier vorne auf der Frontseite haben wollte, weil ich eben nichts Besseres im Internet gefunden habe.
Aber der Verkäufer, richtig kreativer Kopf meiner Meinung nach, hat mir dann so ein Beispielfoto geschickt, wie er das letzten Endes machen würde. Und dann sah das eben so aus. Also nochmal um einiges besser. Und ich habe gesagt, okay, komm, mach das so. Das ist perfekt. So will ich das haben. Ich muss auch sagen, ich bin ein ziemlich pingeliger Kunde. Ja, also ich habe immer wieder mit ihm geschrieben, so, ja, kannst du das vielleicht noch so machen? Kannst du das so machen? Und da es nur eine Hülle ist und keine Spielkarte mit drin ist, ja, das seht ihr hier, ist keine Spielkarte drin, sogar mit Download-Code hier, ja, ist richtig cool, habe ich ihn gebeten, noch eine Kleinigkeit vorne auf der Hülle mit anzubringen, nämlich hier die Benachrichtigung hier, Download-Code No Game Card is Included. Ja, es gibt's ja auch offiziell von Nintendo, dass sie zwar die Hüllen anbieten, aber eben keine Spielekarte, sondern nur einen Download-Code mit drin. Und das wollte ich dann eben auch so, damit es halt so richtig authentisch aussieht, wollte ich das dann hier vorne auch mit drauf haben und danke schon an den Verkäufer, dass er das auch so gemacht hat. Thank you very much. I like it. It's perfect. Der Verkäufer, der kommt aus Amerika. Ja, Englisch, Sprache. Ja, ich hoffe, I hope my English is okay. my English is not the yellow from the egg. That's a German slogan, yeah, you know. it means my English is not good, yeah. But it's a great case. I like it. It's perfect. You did a great work. And this picture here, it's perfect. I like it very much. Ja, hier bei der Innenseite hier gab es auch so ein paar kleine Problemchen. Wie gesagt, ich bin ein sehr pingeliger Kunde. Das, was ihr hier seht, ist eigentlich nochmal eine zweite Ausgabe, die er mir geschickt hat. Und in der ersten Auflage oder Ausgabe oder ja, beim ersten Exemplar, da gab es ein Problemchen mit diesem Bild hier. Da ist es nur ein Teil des ganzen Artworks. Aber damit er das ganze Artwork hier in die Innenseite hier draufpacken konnte, hat er das so ein bisschen zusammengequetscht und ich fand, das sah nicht so schön aus. Und da habe ich ihn angeschrieben, ja, an sich ist die Hülle perfekt, ich mag sie wirklich sehr, aber die Innenseite, ja, das triggert mich dann doch schon, dass das so zusammengequetscht ist, kannst du das vielleicht nicht nochmal machen? Und der Typ, er war so kollegial, dass er gesagt hat, okay, ich schicke dir nochmal eine zweite Variante hier so, ich habe ihm dann das Bild hier so gezeigt, wie das dann aussehen soll. Er hat das dann gemacht und er hat es mir einfach nochmal kostenlos zukommen lassen. Ja, für die erste Bestellung habe ich, an sich kostet die Hülle nicht viel, aber da ich das halt aus Amerika bestellt habe, ist der Versand nochmal um einiges teurer. Insgesamt habe ich für diese Hülle so circa 30 Euro ausgegeben, aber ich finde 30 Euro für so eine Arbeit, das kann man da ruhig ausgeben. Und wie gesagt, er hat mir einfach ein zweites Exemplar hier geschickt, das ist das zweite Exemplar. Und das hat er mir einfach kostenlos geschickt. Dafür vielen, vielen, vielen Dank. Also ich werde ihn auf jeden Fall nochmal kontaktieren. Alter, komm, ich kann das so nicht stehen lassen. Ey, komm, ich werde ein bisschen Geld überweisen. Ey, komm, für die Arbeit. Und als Bonus zu diesem zweiten Exemplar. Ja, ich hatte noch so eine kreative Phase. Da habe ich noch so einen Download-Code erstellt. Ja, sogar zwei Download-Codes. Die hat er beide mal ausgedruckt und mir beide zukommen lassen. Das ist die zweite Variante gewesen und auf der Rückseite ist halt nichts. Nur hier so die Vorderseite, auch schön professionell mit so einem Download-Code, ja, richtig toll. Mit dem Code könnt ihr übrigens nichts anfangen, das ist ein random erstellter Code von mir, also damit könnt ihr sicherlich nichts runterladen. Das war die erste Variante und die hat sogar auf der Rückseite eine Beschreibung, halt alles auf Englisch, wie ihr diesen Code in Nintendo eShop eingeben könnt, auch so richtig schön. Es wirkt schon ziemlich professionell und ziemlich glaubwürdig, meiner Meinung nach. Das habe ich halt alles selbst designt, wie das hier jetzt dann letzten Endes aussehen soll. Und er hat das Ganze dann noch ausgedruckt. Also richtig, richtig toll. Und das alles so gesehen kostenlos nochmal. Die zweite Variante mit Download-Code. Ich finde das großartig, aber wie gesagt, dem Typen, dem werde ich ein bisschen Geld überweisen. Halt für die Arbeit. Das muss sein. Das muss einfach sein. Ja. Liebe Freunde, liebe Verrückte, dass ich halt auch, wie gesagt, die Hülle, da stecken so viele Details drin. Auch hier
Hier die, das Entwicklerstudio von Fall Guys, da steht ja nicht Nintendo, sondern Epic Games. Das ist ja auch bei richtigen Spielen so, wenn sie von anderen Entwicklerstudios sind, dann steht da nicht Nintendo, sondern halt eben der Name des Entwicklerstudios und hier eben halt auch Epic Games. Also da wurde wirklich sehr, sehr viel Mühe reingesteckt, auch hier nochmal hier Epic Games und hier Media Toxic, die haben ja auch bei einem Spiel mitgearbeitet, dass das alles da so drin ist. Alles so drauf hier, auch hier die Spielerzahl, wie das gespielt wird hier mit Online und bla bla bla, da steckt einfach alles mit drin. Ich finde das großartig. Und ja, wie gesagt, das hier ist eigentlich das zweite Exemplar, was jetzt für mich vollkommen perfekt ist. Ich habe halt eben da auch noch dieses Exemplar hier. Das ist das erste. Von der Front- und Rückseite hier absolut identisch. Da gibt es keinen Unterschied. Aber wie gesagt, halt die Innenseite hier, da war das Artwork halt so ein bisschen zusammengequetscht. Und das fand ich halt nicht so toll. Es war lieb gemeint von dem Verkäufer, dass er das komplette Artwork da mit reinbringen wollte. Aber ja, wie gesagt, ich bin pingelig. Ja, und dieses Exemplar hier möchte ich verschenken an eine Bekannte von mir, die auch sehr, 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 sehr gerne Fall Guys spielt, auch mit mir öfters mal zusammen. Die gute Nobara. Nobara, wenn du dieses Video hier siehst, ich möchte, du hast ja vor kurzem auch Geburtstag gehabt. Sieh das hier einfach als dein verspätetes Geburtstagsgeschenk an. Schreib mich in Discord an. Gib mir deine Adresse. Ich verpack dir das Ding, dass da hoffentlich nichts dran kommt. Und dann schicke ich dir diese Hülle als Geburtstagsgeschenk. Ich hoffe, du freust dich darüber, dass du das dann in dein Regal stellen kannst. Ja, liebe Freunde, das war jetzt eigentlich schon das Video. Ich weiß nicht genau, ob ich das in die Kategorie Unboxing anordnen soll oder ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich in die Kategorie Unboxing, obwohl es jetzt eher mehr ein Let's Show ist oder so. Keine Ahnung. Ich mache es einfach in die Unboxing-Liste. Link zu dem Shop von dem Verkäufer, wohlgemerkt, packe ich euch in die Videobeschreibung. Also, wenn ihr auch irgendeinen Download-Titel habt, den ihr zumindest als Hülle gerne in euer Regal stehen haben möchtet, dann folgt dem Link. Guckt euch in seinem Sortiment um, vielleicht ist ja das Spiel da auch schon vorhanden. Ansonsten schreibt den Typen an. Hier, da macht ja so eine extra Bestellkategorie, hat er ja da gemacht. Hier, Custom, Hülle, Custom-Spiel, was mit dem Spiel eurer Wahl. Das ist da alles möglich. Ja, gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Nochmal vielen, vielen Dank an den Verkäufer. Thank you very much, you are awesome, you're an awesome guy. It's a beautiful case. I like it. I love it. Fall Guys is one of my favorite games on Nintendo Switch. And I'm happy I have this case now in my collection. And yeah, sorry again. My English is not good. But I hope you can understand me. Gut. Leute, ich beende jetzt das Video. Wie gesagt, Nobara, schreib mich an. Oder ich schreibe dich an, je nachdem. Und denkt daran, liebe Freunde, immer schön zocken und schaut im Laden bzw. im Onlineshop von dem Typen vorbei. Es lohnt sich. Bis dann. Ciao, ciao.